Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen was an der Scheune gemacht, mit den Tieren und so Kram. War ich zumindest, meine, ja, sieht man ja so schon. Wunderbar. Wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, das da wegzukriegen, damit ich hier endlich mal so anfangen kann, Kartoffeln, rote Beetefelder und sowas zu machen. Dazu müssen hier aber erstmal ein paar Gießen weg und die Bauhütte muss weg. So, jetzt will ich mal kurz gucken, was ich schon mal mit rübernehmen kann ins Lager. Ich gucke erstmal hier, das muss hier alles weg hier. Also was hier so im Inventar ist, die Tür bauen wir gleich noch ein, die packe ich mal unten rein, damit wir endlich mal eine Tür im Lager kriegen. Und dann nehme ich erstmal so Sachen mit, war das beides Eichenlaub? Hier. Was schon mal rüber kann. Wie zum Beispiel, die können alle rüber, davon habe ich ja eh schon teilweise welche drüben. Ups, der doch nicht. Und doch, der kann auch mit. Dann kommt hier ein Monstermaterialchen, das kommt da rein, Setzlinge haben wir schon drüben. Ah, ich bin erstmal voll. Ich laufe erstmal rüber. Ich glaube, Tag wird das gleich. Oder soll ich mich schlafen? Nee, ich glaube nicht. So dunkel ist es ja nicht. Zumindest bei euch nicht. Hab jetzt, glaube ich, auch einigermaßen die richtigen Einstellungen, dass es nicht zu hell ist, aber auch nicht zu dunkel ist. Ich hoffe zumindest, man sieht was. Aber zu hell sieht ja auch doof aus. Dann sieht man ja von danach nichts mehr. Aber man soll ja trotzdem was erkennen. Aber wir müssen die Kiste da weg, sonst kommen wir nicht weiter. So, hier kommt jetzt erstmal die Tür rein. Sehr schön. Wunderbar. Ah, guck mal, das wird schon Tag. Ja, schlafen gehen brauche ich gar nicht. Was ist denn das? Sieht zumindest noch nicht fertig aus. Aber das ist nicht von mir. Das hab nicht ich gebaut. Gut, hier hätte ich zum Beispiel schon mal die drin. Die können erstmal alle rein. Ja, gut. Dann machen wir da drin. Hier haben wir schon mal die Setzlinge drin. Einen hatte ich doch eingesteckt. Ne, der passte nicht mehr, ne? Hier habe ich die Seerosenblätter drin. Die können auch rein. Da sind Monstermaterialien drin. Da kann das rein. Die Knochen rein. Ah, die Pfeile auch. So. Die sollen aber allerdings hier nach unten. Ich glaube, das ist auch alles an Monstermaterialien, was es gibt, ne? Dann passt das ja. Wenn die rein irgendwann voll sind, denn der Rest wird dann weggeschmissen. Brauchen wir nicht mehr. So, hier habe ich die Seile drin, aber natürlich Seile, wenn wir nicht so viel kriegen. Da werde ich wahrscheinlich, ja, ich weiß noch nicht. Nee, Schwarzpulver habe ich vergessen. Also weißt du, packe Schwarzpulver hier mit rein, da werden wir so viel auch nicht von kriegen. Gut, und da packe ich so Sachen rein, die man nur nicht so häufig hat. Wie zum Beispiel die Blätter noch. Sehr schön. Ton, ah, Ton gebe ich mal eine extra Kiste. Hier. Zack, zack. Dann hätten wir Steine und so, das kommt nach unten. Die Lampen packe ich hier noch mit rein. Wie gesagt, das sind Sachen, die man jetzt nicht so häufig hat. So, damit ich das Ganze hier mal leer kriege da vorne. Geht da so nicht weiter. Ich glaube, da ist auch alles doppelt und dreifach drin. Und ich das hier alles mal einsortiere, denn... Kommen wir da zumindest weiter. Ich werde die 20 Steine behalten für Werkzeuge, aber haben wir die. Hier wollte ich genau die Cleanstones reinmachen. Und hier, genau, die Ziegelsteine. Die können da auch erstmal rein. Sehr schön. Essen will ich eigentlich später im Bauernhaus gerne haben. Da weiß ich bloß noch nicht wohin. Was ist das hier denn überhaupt? Birkenholzbretter, Birkenholzzäune, das ist alles Birkenholz. Das hier, ne? Das ist Eiche. Birke hätte ich hier. Oder? Jo. Gut, da kommen die Zäune mit rein. Und die Bretter natürlich hier rein. Bald erstmal die 20, mehr brauche ich im Moment nicht. Sehr schön. Wieso habe ich eigentlich nur noch ein Fleisch? Das ist doof. Da muss ich gleich mal gucken. Ich meine, ich hatte noch irgendwo Fleisch rumfliegen. Ich glaube, das habe ich vergessen in den Ofen zu schmeißen. Ich muss ja eh darüber. So. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Oh, bis jetzt gefällt es mir hier ganz gut. Aber, wie gesagt, ich möchte jetzt endlich mal da zumindest die Felder hinkriegen. Abgesehen davon müssen wir das da ja noch ein bisschen terraformen. Also ein bisschen wegbuddeln, nachdem wir die Hütte und das abgerissen haben. Und dann kommen wir auch wieder in Erde und dann kommen wir auch vielleicht mal Richtung Weizenfelder. Geht ja nicht anders. So, jetzt gucke ich aber mal kurz nach meinem Fleisch. Irgendwo hatte ich da noch Fleisch, das weiß ich.
Hier nett, aber hier sind hier noch jede Menge Setzlinge. Die kann ich schon mal alle mitnehmen. So wie Pfeile hier noch. Gut, das ist noch Monstermaterialien. Da ist noch ein Setzling. Granit kann schon rüber. Alles so Sachen hier, das kann schon rüber. Das kann schon rüber. Für Kies habe ich noch keine Kiste hier. Der kann rüber, die können rüber. Ah, gut, für Sand und so, das kommt alles noch an. Der sieht es aber schon drüben. Und hier, ich war wirklich der Meinung, ich hatte noch Fleisch. Hier, was hier, was wir für Weizenkörner haben. Alter. Doch mehr als gedacht. Werde wahrscheinlich jetzt nicht alle Kisten mitkriegen. Ein Slot muss ich freilassen fürs Fleisch. Aber zumindest schon mal, vielleicht kann ich es reduzieren auf eine oder zwei Kisten. Da ist Fleisch, meine ich doch. Hier packe ich den einmal wieder zurück. So. Das schmeiße ich mal kurz hier im Ofen. Wenn ich hier schon noch Kohle habe. Ich weiß das nicht. Ja. Hier ist noch ein bisschen Eisen. So, dann kommt hier mal das Fleisch rein. Nimm mal ein bisschen Kohle mit, mein Freund. Ich schmeiße sie dann nochmal hier rein und dann nochmal das Fleisch. So. Das hole ich mir gleich. Das hole ich mir gleich. Das hole ich mir gleich. Hier, dann nehme ich die wieder mit. Noch hier irgendwas. Ja, da. Ah, das geht ja so nicht weiter. Aber wirklich alles doppelt und dreifach drin. Ist bei euch auch so, dass ihr jedes Mal ein Riesenchaos in den Kisten habt? Kriegt das ganz selten mal geschissen, Ordnung in den Kisten zu halten. Das ist furchtbar. Und da suche ich mich jedes Mal dumm und dämlich. Und das geht ja so nur auch nicht. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Folge Kisten sortieren. Ich will nur den größten Teil schon mal rüber haben, damit ich es zumindest auf ein oder zwei Kisten reduzieren kann. Da kann nämlich schon mal was weg. Das geht ja so nicht. So, hier rein. Das war auch hier drüben, ne? Mal gucken, da fehlen ja noch die Item-Frames. Erstmal die ganzen Weizenkörner rein. Also davon habe ich echt schon mal eine ganze Ecke. Aber glaub mir, das wird nicht reichen. So, hier sind dann noch mal ein paar Setzlinge. Der kommt darin, der kommt darin. Die kommen darin. Die auf jeden Fall. Aber hier unten hin, bitteschön. Das ist noch Birke. Die Birke kommt hier runter. Jupp. Hier können die vier noch mit rein. Und hier natürlich die Monstermaterialien. Da rein. Schleimbälle. Die Pfeile. Sonst noch irgendwas? Ja, hier die Spinaugen. Sehr schön. Stein und das kommt nach unten. Hier hatte ich jetzt die Sachen drin. Hier. Wunderbar. Zumindest ist ja schon mal ein Teil. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber auf jeden Fall ist das nicht von mir. Steine sind. Ja gut, die wollte ich ja behalten. Aber was ist das? Andesit. Den hatte ich hier, ne? Ja. Der kann hier auch mit rein. Ziegelsteine waren hier. Nein, das ist Cleanstone. Hier. Aber warte mal. Den einen brauche ich da jetzt nicht reinpacken. Den kann ich schon mal hier ran machen. Plopp. Und hier packe ich den ein. Ziegelstein auch mit ran. So. Ich würde sagen, die packe ich hier auch mit drin. Weil es ist ja auch Steinziegel. Man muss es ja nicht übertreiben. So, Granit hatten wir auch irgendwo. Da. Der kann da auch schon mal mit rennen. Sehr schön. Der hätten wir das ja auch schon mal weg hier. Gut, noch haben wir ein bisschen Eisen, aber wir müssen wohl demnächst mal wieder los. Weit kommen wir mit dem Eisen nicht mehr. Ah, das gefällt mir eigentlich ganz gut mit den Tieren. Das hat was. Auch Tiere brauchen es luxuriös. Da oben muss noch Glas rein. Und hier vorne in der Scheune, ja, irgendwie muss ja noch Licht hin. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber das kommt alles noch. So. Da noch einmal kurz die Kiste hin. Ich glaube, da kann ich denn schon ein bisschen was reduzieren. So, hier sind noch einmal Weizenkörner. Die ganzen Blumen. Ah, das kommt ja in die Scheune, aber die Blumen können definitiv rüber. Das kann rüber mit. Ah, Sand und Kies und so muss eigentlich auch rüber. Hier sind noch Steinziegeltreppen. Teppiche weiß ich noch nicht. Farbe packe ich mit rüber. Feuerstein weiß ich noch nicht. Kohle soll definitiv rüber.
Genauso wie Redstone. Ah, das Glas kann schon mal rüber. Ärzte sollen ja auch letztendlich rüber. Das kann schon mit rüber. So, das kann schon mal mit rüber. Die auf jeden Fall hier. Schwarzeichenlaub, okay. Hier sind nochmal Setzlinge. Die Pilze können mit rüber. Kohle kann mit rüber. Hier sind nochmal Spinfäden. Ah, gut. Es ist zumindest schon mal ein Teil. Dann werde ich gleich den Kram, der hier drin ist, hier mit rüberräumen. Habe ich zumindest schon mal eine Kiste weg. Das ist nicht so einfach. Da machen wir zwischendurch immer wieder ein bisschen Stück. Ich möchte jetzt nicht die ganze Folge hier nur die Kisten sortieren. Das dauert zu lange. Das räumen wir jetzt nochmal weg und dann fangen wir da schon mal an. Denn Zuckerrohr muss mir auch noch weg. Mal gucken, wo ich den später hinbaue. Aber wenn wir hier, kann er nicht hin. Nicht bleiben. Das geht nicht. Absolut nicht. Und ich muss mir gleich noch mein Fleisch holen. Ich krieg Hunger. Die Sonne schon wieder unter? Sieht ja fast danach aus. So. Ist zumindest schon mal ein Teil hier drüben. Und ich sollte mir echt abgewöhnen, da immer wieder was Neues reinzuschmeißen, sondern gleich hier rüber. So. Oh, wir haben echt schon sehr viele Setzlinge. Das Eiche, das Schwarzeiche. Mehr Setzlinge hat das auch nicht, ne? Nein. Davon habe ich keine mehr. Hier sind noch ein paar Monstermaterialien. Habe ich auch welche einstecken? Ja, ein paar Fäden. Das war es denn jetzt aber auch an Monstermaterialien, ne? Jo. Ah, warte mal, das mache ich so. Weil es zwei verschiedene Laubarten sind. Hier hatte ich was reingepackt, den Ton, genau. Dann packe ich hier die Blümchen rein. Man wird ja jetzt auch nicht allzu viele, aber. Und die Farbe packe ich dazu. So. Ansonsten Redstone. Redstone packe ich hier hinten auf die andere Seite. Soll eigentlich, da haben wir bloß noch keine Kisten. Obwohl, Redstone kann auch hier mit rein. So. Das ist eigentlich Essen. Das soll eigentlich in die Säune, aber. Ah, Geerze möchte ich gerne unten haben, wegen den Öfen. So, die Kisten habe ich hier ja auch noch komplett leer, ne? Dann kommt hier Gold rein, da habe ich ja nur das eine. Aber das bapp ich dann jetzt mal hier vorne ran. Danke. Dann habe ich noch Kohle. Warte mal, hier oben jetzt. Wie viele Erze gibt es? Gold, Eisen, Lapis, Redstone, Diamanten, Kohle, ne? Das sind, glaube ich, die Erze, ne? Ah, gut, dann packe ich hier erstmal die Kohle rein. Ja gut, Kohle ist Kohle. Manche Holzkohle mit rein. Fertig. So, hier möchte ich dann gerne Sand haben. Da kommt dann der Kies rein. So, dann hätte ich das auch schon mal weg. So, Stein. Steinziegel waren hier. Da sollen die Dreppe mit rein. Und Leitern und das hatte ich aber Eichenholz mit drin. Eichenholz ist hier, genau. Leitern. Das ist Birke. Da packe ich auch die Schienen mit rein, weil die aussehen wie Eiche. Hier die Eichenholzdruckplatten kommen da mit rein. Und Birke ist hier. Zack. So, jetzt habe ich ja fast alles. Glas sollte hier eigentlich noch mit irgendwo hin. Das Problem ist, Holzsorten habe ich ja nicht alle. Mir fehlt Trope, das soll hier hin. Gut, hier sind auch schon Sachen drin. Da ist Granit. Steine habe ich aber auch so ziemlich alles, ne? Das heißt, hier packe ich Glas rein. Ja, gut. Ich mache da jetzt eine Glasscheibe ran. Hätte lieber einen Glasblock gehabt, aber Glasscheibe tut's auch. Gut. Denn wenn ich eh schon mal hier bin und zur Zeit ist ja auch keiner drauf, das ist der Vorteil, dann kann man schlafen gehen. Lege ich mich kurz schlafen. Und dann hole ich mir mein Fleisch. Und dann stauchen wir die Kisten da erstmal zusammen. Dass wir anfangen können. Zumindest ein Teil weggeräumt. Es war alles relativ weit auseinandergebaut hier.
Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, ich brauche dringend mein Fleisch. Dringend. Moment. Das müsste doch mittlerweile fertig sein, oder? Ah, nicht ganz. Ich nehme erstmal die 10. Und die mit. Guck, das ist schon eins zu viel. Dann esse ich das zuerst. Und das nochmal. So, dann haben wir das hier auch wieder voll. Sehr schön. Denn kommt erstmal alles, was hier noch drinne liegt, raus. Und in die Kiste daneben. Dann kann die hier schon mal weg. So, warte mal. Ein Weizen brauche ich noch. Das da rein, das rein, das rein. Das kann erstmal rein. Wie gesagt, das soll halt nicht alles ins Lager, deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. So, die rote Wolle kann rein, das Ei kann rein. Sehr schön. Das hat schon mal gepasst. Hier, die Blumen hier, die habe ich nicht gesehen. Die können daher nochmal rüber. Hier sind noch so viel Granit, ne? Polytergranit, Polytergranit. Hier sind noch Goldbarren. Oh, Diorit, Diorit. Steinziegeltritt, die habe ich nicht gesehen. Andesit, Polyterandesit, Bruchstein, Farbe, Redstone, Kohle. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Schleimball. Setzlinge, oh Mann. Ja, gut, ja, jetzt reicht's aber wirklich. Gut, die Kiste ist schon mal leer. Dann kann das von da gleich darüber. Und dann ist gut, den Rest räume ich dann später auf. Sonst kommen wir ja nie fertig. Das wird ja nichts. Das muss ich jetzt aber noch einmal wegräumen. Oh Mann. Also, tut mir leid, ich glaube, das hier wird eher die Kisten zu dir voll. Naja, aber das geht nicht anders. Das muss ja leider. Sonst kommen wir ja auch nicht weiter, wenn ständig die Kisten da im Weg stehen. Auch wenn das doch schon ganz schöne Laufwege sind mittlerweile. Wenn wir denn irgendwann erstmal alles im Lager drin haben, dann haben wir zumindest alles auf einen Haufen. So, Granit heute hier. Nee, das hier ist normaler Granit, dann kommt damit rein. Das hier ist polierter. Der soll hier natürlich auch rein, aber hier unter. So. Zack. Den habe ich noch Diorit. Diorit ist das Diorit? Jupp. Der normale Diorit kann hier gleich mit rein. Und der müsste hier einmal rangebappt werden. Zack. Der kommt dann auch mit rein. Steinziegel ist Andesit. Und auch nochmal polierte Andesit. Andesit war hier, ne? Jupp. So. Den polierten einmal anbappen. So. Da auch mit drin. So, das ist normaler Bruchstein. Ja gut, den packe ich jetzt mal hier mit rein. Und Steinziegel natürlich hier mit drin. So. Gold haben wir ja schon. Unten? Oben? Ich weiß das gar nicht. Wir sind unten, ne? Oh nee. Der Herr ist wieder da. Hier, Gold kommt da mit drin. Und Redstone Kohle und so hatte ich auch schon hier, ne? Sand. Das ist Kies. Es ist er schon wieder. Ich Redstone noch umgelegt oder wo hatte ich Redstone hingelegt? Ups. Irgendwo hatte ich doch meine schon Redstone reingeschmissen. Oben, ne? Muss ja. Ja, hier könnt auf jeden Fall die mit rein. So. Setzlinge habe ich gerade keine. Dornet. Hier kann der Sloimball mit rein. Jo. Und hier. Ja, nee. Da ist auf jeden Fall Ton. Da habe ich schon mal die Farbe drin. Da kann der mit rein. Und die Blümchen hier auch gleich. So. Ich glaube, da kommt doch Weiß raus, ne? Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Hier hatte ich so jetzt schon reingepackt. Alles klar. So. Die Kohle hatte ich definitiv unten. Das weiß ich wegen den Öfen.
Und dann ist hier auch alles weg. Sehr schön. Irgendwo hier vorne bei den Öfen hatte ich die Kohle reingepackt. Da bin ich mir sicher. Aber Frage ist, wo? Ach, hör auf mit deinem. Bin ich jetzt blöd oder was? Ich weiß doch, dass ich irgendwo Kohle reingepackt habe. Da, meine ich doch. Kohle, Kohle. Holzkohle packe ich mal ein weiter runter. So. Sehr schön. Jetzt reicht das aber auch damit Kisten wegräumen. So, mein Freund, was hast du denn Brauchbares? Wenn du mir hier schon wieder rum. Blauer Farbstoff, Zuckerrohr, Magenta-Farbstoff, Seerosenblatt. Du hast nur Mist. Deine Lamas stehen wieder am Arsch der Welt. Hast du hier irgendwo Leinen liegen? Ja, tatsächlich. Danke. Der lässt ja neuerdings seine Lamas überall rumstehen und die Leinen verliert er. Lassen wir ihn Mord, der verschwindet schon irgendwann. Ich bin ja kein Killer. Aber brauchbar Rosa dann nicht. Jetzt ist aber genug hier mit Kisten zu tieren. War schon mal ein Teil geschafft. Die Leinen, ich werde wahrscheinlich später mal Bienen suchen gehen. Ich glaube, die sind ausgeflogen. Aber soweit ich weiß, kann man sie an der Leine mitführen, ne? So, dann kommt die erstmal hier hin. Und so viel wie möglich von hier mit in die Kiste rüber. Die baue ich gleich mal zusammen da. Hier ist noch einiges, was eigentlich schon rüber kann. Aber wie gesagt, ein auch nochmal. Immer wieder zwischendurch mal ein bisschen. So. Der mit dem, vor allem diese ganzen Bögen, die kommen durch die ganzen Skelette, ne? So. So, naja, ist zwar immer noch nicht top in Ordnung, aber besser als nichts. Hier nehmen wir den noch dazu. Zumindest ein bisschen, ne? Jo. Ja, schön. Das kommt denn erstmal alles hier mit rein. So. Ah, da muss noch so einiges rüber. Der nicht, aber die hier, so. Da noch was. Ja, gut, ich krieg nicht alles rüber. Das sehe ich so schon. Zack, 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 zack. Ich glaube, mehr passt auch nicht mehr, ne? Warte mal. Der kann schon mal rein. Der. Das auf jeden Fall. Kürbisse. Hier die Zäune. Eine Sache passt noch, dann ist die Kiste hier auch wieder voll. Gut, nehmen wir noch Sand. Oh. Sand, die ist schon mal leer, die kommt gleich weg. Die ist fast leer. Dann hole ich jetzt den Kram von hier mit in die Kiste daneben rein, habe ich zumindest schon mal zwei weg. Hier sind auch schon wieder Bögen. Mit Verzauberungsstärke drüber, scheiß drauf. Ich verzauber später, wenn ich einen Verzauberungstisch habe. Silber, meine Bogen. Daher werde ich die denn jetzt einmal zusammensetzen. Geht die Verzauberung zwar weg, aber... So. Sehr schön. Und das kommt denn jetzt erstmal alles hier mit da rein. Nein, die doch nicht. Das ist meins. So, die können erstmal rein. Das kann erstmal rein. Das kann erstmal rein. Gut. Zumindest zwei Kisten leer. Hier, dann kommt die weg. Und die schon mal weg, hier. Yep. Haben wir nur noch zwei Steine. Das hier, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo das herkommt, aber das kann auch mit da rein, dann kann die Kiste auch schon mal weg. So. Zack. Brot kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Dies kann rein. So. Kleine Spende. Ah ja, das war ja das, was ich geschenkt gekriegt habe. Melonkern und das. Das kann ich jetzt aber auch erstmal alles mit in die Kiste rüben. So. Zack, zack. Kann die hier nämlich auch schon mal weg? Ja. Stimmt, ich hatte den Diamanten ja noch gar nicht angefasst. Jetzt gab es natürlich den Erfolg. So, das sind.
Wie gesagt, wir machen uns wahrscheinlich so die nächsten Folgen zwischendurch mal wieder ein bisschen was wegräumen. Aber halt nicht pausenlos, das dauert einfach zu lange. Das Schild kann mit rein, so. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Es wird dunkel. Ja, die wird hier auch noch weg müssen. Aber leg mich kurz schlafen, weil es gerade dunkel ist. Dann passt das doch ganz gut. Bau die vier Gieß denn da drüben mit ins Lager und dann wird das hier weggerupft. Ich will nur kurz gucken, ob hier noch was drin ist, weil die Öfen sollen weg. Das kommt mit. Das kommt mit. Werde ich die Öfen gleich mit abbauen und da in die Kiste schmeißen. Da sind ja schon welche drin. Das wird hier nämlich gleich alles radikal wegrasiert. So. Dedim-de. Guck, hier haben wir nämlich schon Öfen. Zack. So, dann bringe ich dann kurz rüber und dann fangen wir hier an. Und dann halt die nächsten Folgen zwischendurch immer mal wieder was, dass die Kissen da komplett wegkommen. Das geht so nicht. Absolut nicht. Das mag ich überhaupt nicht, wenn ich hier Kisten mit in der Pampa stehen habe. Unsere Bauhütte hat uns doch lange Zeit gute Dienste geleistet. Jetzt wird es echt an der Zeit, dass sie das Zeitliche segnet. So, die Kiste will ich schlicht und einfach hier weiter erweitern. So. Na, irgendwas, was hier bleiben soll, ja, die Kohle, aber die hatte ich eh unten. Ja. Hier muss auch noch Glas rein, ne? Ja, gut, das Lagerhaus ist noch nicht ganz fertig. Kohle hatte ich. Irgendwo hier, ne? Ah, es ist nervig, wenn da nicht die Dinger dran sind. So. Holzkohle bitte hier hin. Ah, ein bisschen Kohle haben wir doch sogar. Ich glaube, ein bisschen ist auch noch drüben. Sehr schön. Jetzt können wir dabei endlich anfangen. Dedim-de. Dedip-de-de-de. Jetzt sage ich doch die ganze Folge. Ihr seht gerade alle, wir sind schon bei 27 Minuten. Die ganze Folge mit diesem dämlichen Kissenmisch. Mach nix, dann geht's eh mal ein bisschen länger. Da muss zumindest vorne erstmal. Zumindest ein bisschen will ich gemacht haben. Kann nicht sein, dass ich nichts geschafft habe. Das geht nicht. Die Bauhürde kommt jetzt radikal weg. So. Ah, da kann man wieder abbauen. Gott sei Dank. Sowieso krumm und schief, das Ding. So, unser Hundi kommt gleich auf den Bauernhof. Da fühlt er sich bestimmt wohler. Der kriegt auch noch eine kleine Hundehütte. Das geht nicht anders. Das muss sein. Wir wollen schließlich jetzt die Tiere, dass es denen auch gut geht. Oh, radikal weg, das Ding. Zuckerrohr muss noch weg. Da kann man sich auch mal alles ordentlich anpassen. So. Doch mehr Holz drin, als ich dachte. In der Tort. So, die Gerätschaften kommen gleich noch weg. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin soll. Bescheuende stelle ich sie erstmal mit ins Lager oben an die eine Wand. Das ist zwar nun jetzt nicht so viel Platz da, aber da stehen sie zumindest nicht im Weg. So. So, Tür, Banner. Oh, war doch mehr Holz als gedacht, ne? Fackeln hat er eingesteckt, sehr schön. War noch was drin? Nein, dann kommt der mit. Der kommt mit. Den muss ich, glaube ich, hier mit abhauen. Jupp. Und das Bett kommt mit. So, und du, mein Freund, kommst auch mit? Danke. Hab ein gutes Plätzchen für dich. Komm. Komm, Pfiffi. Jupp. Danke. So, komm mal mit, mein Freund. Hab einen Platz für dich.
What? Wie? Wo bist du? Fifi? Pass, Fifi, komm, nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer, ja, genau. Fifi! Geh doch, genau hier. So. Du bist der neue Wachhund. So. Bauhütte ist weg. Die Kisten kommen nach und nach. Immer mal wieder ein bisschen. Immerhin sind da schon mal 3 Kisten weg da vorne. De-de-de. Dip-di-dip-di-dip-di. So, wie gesagt, die Sachen wollte ich hier oben erstmal. Ich glaube, ich brauche später eine extra Werkstatt dafür. Ich will ja sowieso so eine Art Dorf bauen. Da brauchen wir halt einen Kartenmacher, einen Schmied und so weiter. Aber erstmal können die Sachen hier hin. So. Die Tür brauche ich im Moment nicht wirklich, aber... Aber Schwarzeichenholz mit rein. So, Bett. Das stelle ich gleich in die Fischerhütte. Dann hat er zumindest wieder ein Bett. Ich hätte wieder gedacht, das Holz bringe ich erstmal runter. Ja, ja. Das war Schwarzeichen. Ja. Schwarzeichenbretter. Die können erstmal mit rein. Und hier, da kommt die Tür mit rein. Ist ja eine Schwarzeichentür. Ich weiß bloß nicht, wohin mit den Bonnern. Ich glaube, die Banner schmeiße ich oben erstmal mit rein. Wo auch die Leinen und das drin liegen. Tut das Not? Nasengesicht? Hier war das, ne? Ja. Dann kommt die etwa hier mit rein. Sehr schön. Ja. Geht das gut? Geht gut. Sehr schön. Mensch, bist du von einer langen Zeit mal kurz die Fischerhütte? Stellen das Bett da rein, damit er es mal wieder kriegt. Und dann... Rupfen wir den Zuckerrohr weg. Ist mir auch schon eine Weile Dorn im Auge. Ich brauch Platz. Hat keins sonst nicht. Und der Pilz, das ist ein Loch im Pilz, stört mich auch, der Pilz war eh weg. Aber nicht jetzt, dann rupse ich mich ja wieder voll. So. Wieso ist hier eine Fackel? Keine Ahnung. Muss ich später mal berichtigen. Zack. Sehr schön. So, Zuckerrohr. So, hier war das. Ohne Hütte ist gar nicht mehr so einfach, sich hier zu orientieren. Einmal den hier wegrupsen, diesmal aber komplett. Pflanze ich später wieder an. Ich glaube, das Ganze werde ich auch irgendwann mal, wenn ich mich da reingefriemelt habe. Oder ich werde mich im Let's Play da reinfriemeln, mal automatisieren. Es ging irgendwie mit diesen komischen Gesichtsblöcken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Und die haben so ein Gesicht drauf. So. Sehr schön. Das. So, den brauche ich einmal. Die, ne? Aber. Ja, wird schwierig mit Elle. Aber das soll hier ja sowieso weg. Schaufel habe ich nicht. Toll, jetzt habe ich ja keine Crafting-Box mehr. Gut, dann werde ich jetzt erstmal Saufeln bauen. Dann sind wir aber auch erstmal am Ende. Tut mir leid, dass wir jetzt so lange mit Sortieren beschäftigt waren. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich so die ersten 5 bis 10 Minuten sortieren, damit ich da anfangen kann. Das Ganze hat doch länger gedauert als gedacht. Das ist doch ärgerlich. Warte mal, kurz ein paar Stiggies machen. Bauen wir uns mal 3 Schaufeln. Und dann können wir da das wegrubbeln. Dann kümmern wir uns auch um die Felder. So. Zack. Zack. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich mal schon von euch. Vielen Dank, dass ihr trotz, auch wenn es heute nichts Besonderes war, dabei wart. Wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.